Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte einmal, als er beobachtet hat, wie die Sahaba sich Sorgen um ihre Sünden gemacht haben. Er sagte zu ihnen, wenn ihr ein Volk wäret, was keine Sünden begeht, dann würde Allah euch wegschaffen und ein anderes Volk an eure Stelle setzen, was Sünden begeht, damit er ihm verzeihen kann.